Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Die Deutsche Bischofskonferenz hat einen neuen Vorsitzenden gewählt. Ich heiße herzlich willkommen Erzbischof Dr. Robert Zollitsch, den amtierenden und jetzt dann bald emeritierten Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Kardinal Reinhard Marx, Erzbischof von München und Freising. Sie können sich schon denken, warum er hier steht. Und Pater Dr. Hans Langendörfer, den Sekretär der Deutschen Bischofskonferenz, Herr Erzbischof Zollitsch, ich darf Sie um Ihr Wort bitten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich über großes Interesse an dem, was in unserer Bischofskonferenz geschieht. Heute ist natürlich ein besonderer Tag, denn auf der Tagesordnung stand die Neuwahl des Vorsitzenden. Und Sie sehen es schon am Bild, ich darf Ihnen den neuen Vorsitzenden, Reinhard Kardinal Marx, Erzbischof von München und Freising, hier vorstellen und ihn herzlich beglückwünschen. Es ist für mich einfach ein Gefühl, nun, ich darf die Verantwortung, die ich als Moderator und Sprecher der Bischofskonferenz als Vorsitzender in andere Hände geben. Ich tue das mit ein Stück mit Erleichterung, aber ich tue das auch gerne im Rückblick. Und ich freue mich, dass ich diese Aufgabe, diese Verantwortung an Reinhard Kardinal Marx weitergeben darf. Wir saßen bei der Wahl nebeneinander, wie das schon häufiger ist. Wir konnten uns dann gegenseitig auch die Hände geben und ich habe ihn beglückwünscht. Und dieser Glückwunsch gilt auch. Aber nun glaube ich, ist es wichtig, dass Sie seine Worte hören, denn mich haben Sie lange genug gehört. Vielen Dank, Herr Erzbischof, Herr Kardinal Marx. Ja, herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung und das große Interesse. Ich habe keine Regierungserklärung vorbereitet. Wir haben einen offenen und geistlichen Wahlprozess gehabt. Gestern wurde gebetet, heute im Gottesdienst haben wir gebetet, dass uns das Richtige einfällt. Und ich glaube, wir waren bereit, das auch zu akzeptieren, was aus der Wahl herauskommt. Und das tun wir. Für mich ist das natürlich noch einmal eine neue große Herausforderung bei den vielen Aufgaben. Ich weiß, manche auch von Ihnen haben geschrieben, wann soll der das alles noch machen, was der sich auf die Schultern legt. Aber es gibt gute Formen der Organisation und man kann auch einige Aufgaben abgeben. Man muss nicht alles behalten. Man muss kein Sammler und Jäger sein von Posten und Aufgaben. Man kann auch wieder andere mit einbeziehen und das werde ich in den nächsten Tagen gründlich überlegen. Ich muss mich auf diese Arbeit jetzt neu einstellen. Man ist ja kein Kandidat, wenn auch die Medien natürlich von Kandidaturen reden, aber innerlich bin ich jetzt nicht so weit, dass ich alles schon geordnet hätte für die Übernahme dieses Amtes, sondern da muss ich mich nochmal zurückziehen und meine Gedanken sortieren und auch mit meinen Mitarbeitern sprechen. Ich freue mich, dass Pater Langendörfer weiterhin Sekretär der Bischofskonferenz ist. Wir haben ihn gerade neu bestätigt, sodass wir in guter Weise weiterarbeiten können. Ich bin als Priester dieser Kirche schon einen längeren Weg gegangen, kenne deswegen, glaube ich, die katholische Kirche in Deutschland einigermaßen, nicht alles, aber doch eine ganze Reihe von Herausforderungen und von Gegenden, von Mentalitäten, von meiner Heimat Westfalen angefangen als Kaplan und Vikar und Institutsdirektor und Professor und Weihbischof, dann nach Trier in den äußersten Westen mit einer ganz anderen Herausforderung. Und schließlich in München, also noch einmal ein Schritt in den Süden mit neuen Fragestellungen, mit neuen Mentalitäten. Vielleicht ist das eine ganz gute Voraussetzung, wenn ein Vorsitzender eine solche breite Reise, lange Reise durch das katholische Deutschland gemacht hat und so mit vielen Erfahrungen auch in diese Aufgabe hineingeht. Es kommt hinzu, dass die weltkirchlichen Aufgaben eine Bedeutung haben und ich finde, es ist richtig, dass die katholische Kirche in Deutschland auch ihren Beitrag leistet zu dem, was in der Weltkirche passiert. Wir haben einen Aufbruch durch Papst Franziskus, der muss sich auch verstetigen, denn vieles wird auf uns zukommen, was wieder zu neuen Problemen führt und Krisen. Das kann gar nicht anders sein. In der Verkündigung des Evangeliums, in dem Weg der Kirche durch die Geschichte gibt es immer Turbulenzen, Neuaufbrüche, Korrekturen, Umkehr. Aber das, was Papst Franziskus in seinem Schreiben Evangelii Gaudium gesagt hat, hat viele angesprochen. Mein Vorgänger im Amt hat das ja auch immer wieder betont, auch in den Diskussionen. Gestern hat das eine große Rolle gespielt. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Programm bzw. ein guter Orientierungsrahmen für das, was die katholische Kirche in Deutschland betrifft. Insofern ist es vielleicht auch ganz gut und hilfreich, dass ich in engerer Verbindung auch mit dem stehe, was in Rom passiert. Ich will das eine nicht mit dem anderen vermischen. Jedes Amt hat seine eigene Herausforderung und Aufgabe.
aber es kann sich gut ergänzen. Wir stehen gemeinsam für die katholische Kirche in Deutschland, in Europa und in der Welt. Wir haben etwas Wichtiges zu sagen. Das Interesse ist weiterhin groß an dem, was die Kirche als Zeugnis in diese Gesellschaft einzubringen hat. Wir sind eine plurale Welt. Wir sind vielfältig. Wir werden nicht in homogene, überschaubare Lebensverhältnisse zurückkommen. Aber in dieser Pluralität brauchen wir eine starke Stimme des Evangeliums. Und alle Untersuchungen zeigen, auch übrigens die Untersuchung jetzt im Blick auf die evangelische Kirche, die vor einigen Tagen veröffentlicht wurde, dass ohne die konkrete, sichtbare Gemeinschaft der Kirche, der Glaube und die Stimme des Evangeliums in diesem Land schwächer wird. Und deswegen müssen wir uns bemühen, glaubwürdig, authentisch auch diese Institution, diese Gemeinschaft, diese konkrete, sichtbare katholische Kirche zu einer Stimme zu machen, die in diesem Land gehört wird. Und dafür bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie dabei mithelfen, das transportieren. Die Medien tun ihren Dienst, ihren wichtigen Dienst, und sie begleiten die katholische Kirche kritisch, aber ich denke auch immer mit einer großen Neugier. Wenn Sie die Neugier nicht hätten, wären wir arm dran. Danke für diese Neugier, die Sie immer wieder aufbringen, um uns zu beobachten. Manchmal ist das nicht so angenehm, aber es gehört mit dazu, und wir wollen versuchen, Ihnen gute Nachrichten zu liefern. Ich werde meinen Beitrag dazu leisten. Vielen Dank, Herr Kardinal Marx. Reinhard Kardinal Marx ist der neue Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz. Im 5. Wahlgang wurde er gewählt. Ganz so schnell ging es dann doch nicht, wie wir vermutet hatten, oder? 5. Wahlgang heißt, ja, es hat etwas länger gedauert, als es vorgesehen war. Aber es gab auch 5 Kandidaten, das muss man sehen. Das ist natürlich mindestens jetzt ein Zufall, ja, von der Zahl. Und ich denke, das hat auch gezeigt, dass die Bischöfe sich ja doch nicht die Sache einfach gemacht haben. Das muss man schon sagen. Aber es ist trotzdem auch für mich eine Überraschung, dass man Bischof Marx gekürt hat. Ich weiß nicht, welche Argumente er aufbieten konnte, um zu sagen, ich bin der Mann der Stunde. Denn wir hatten ja vor der Wahl oder vor der Ankündigung der Wahl darüber gesprochen, dass er ja in unheimlich vielen Ämtern auch der Kirche zu Hause ist, gerade in Rom sehr eingebunden ist. Aber er hat uns ja auch gesagt, er habe viele Aufgaben, einige Aufgaben will er abgeben, hat er gesagt, und er will seine Arbeit auch anders strukturieren. Das heißt also, er versucht auf 2 Wegen dieses Amt auszufüllen, eben eine größere Effizienz zu bekommen in der Verwaltung, in der Struktur, in den Abläufen, also auch delegieren, nicht alles selber machen, auch delegieren an andere und dann eben, wie gesagt, einige Aufgaben aufzugeben, wahrscheinlich darin auch eben, wie wir schon gesagt haben, in den Ministerien sich zurückziehen, dann aber so ganz konkret hat er das noch nicht gesagt. Er hat gesagt, er will da in Ruhe drüber nachdenken. Ja, er kann doch natürlich jetzt noch überhaupt nichts sagen. Der Mann ist frisch gewählt, ich will das jetzt gar nicht, aber ich denke schon, dass er Aufgaben abgeben muss, das hat er auch eingesehen. Und er ist, glaube ich, auch nicht der Mann, der krampfhaft das nehme ich ihm auch ab, krampfhaft an irgendwelchen Posten hängt und nicht meint, er müsse die Posten wie Orden auf der Brust herumtragen. Ich nehme das, glaube ich, nicht. Nein. Kardinal Marx ist ja einer, der auch nicht scheut, einfach mal vorzupreschen. Also häufig, gerne bringt er mal in Interviews, setzt er Akzente, aber als Vorsitzender der Bischofskonferenz ist natürlich auch der Dialog und immer die Rückversicherung mit seinen Amtskollegen ein ganz wichtiger Aspekt, den er berücksichtigen muss. Muss er da vielleicht auch noch ein Stückchen lernen? Ja, aber er ist ja doch wendig genug, auch geistig und auch durch seine Erfahrungen. Er hat ja auf die verschiedenen Positionen hingewiesen, die er bekleidet hat und auch die Wegstrecke, die er bis nach München zurückgelegt hat. Das hat ihn natürlich schon geprägt und auch in vielen Situationen, nicht aus Westfalen, doch sehr bodenständig, erdverwachsen, in das Moseltal zu bekommen, doch in eine andere, völlig andere Mentalität des Rheinlandes, die zumindest nach außen doch sehr viel leichtlebiger und leichtfüßiger daherkommt, und dann wieder zurück nach Bayern in eine ganz andere Situation, die den westfälischen Mentalitäten durchaus ähnlich ist, aber es ist eben doch Bayern und eine andere Gegend, wobei natürlich auch das Klima, muss man sagen, eine Rolle spielt.
Kardinal Marx hat sich natürlich auch bei Zollitsch bedankt für die Arbeit, die er vorher geleistet hat. Er hat da nochmal explizit den Dialogprozess erwähnt. Welche Aufgaben liegen im Bereich Dialogprozess nun vor ihm? Er wird sicherlich mehr auf das stärkere Selbstbewusstsein der gläubigen Laien, sage ich mal ganz vorsichtig, zugehen müssen. Also er wird sicherlich mit dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken einen Schulterschluss suchen müssen. Er wird einen Schulterschluss suchen müssen mit der evangelischen Seite. Er hat darauf auf die Ökumene verwiesen, weil er auch weiß, dass nur eine starke Kirche und auch eine Glaubensgemeinschaft, die über die Grenzen hinweg sich findet, innerhalb der Gesellschaft man dann auch stark ist. Er hat sehr wohl gemerkt, dass er auch den Schulterschluss mit Rom sucht. Er hat ganz klar darauf verwiesen, es wird neue Probleme geben, es wird neue Krisen geben. Also er hat das schon vorweggenommen und auch weitsichtig sicherlich gesehen, dass die Talsohle für die problematische Situation der Kirche noch nicht erreicht ist. Er hat dann nochmal auf das jüngste Schreiben des Papstes verwiesen, wo ja viele Dinge angesprochen sind, die man als eine Art Regierungserklärung des Papstes nach einem Jahr sehen kann, wo der Weg der Kirche möglicherweise hingehen könnte. Und er hat ja auch dann nochmal auf die enge Verbindung nach Rom verwiesen. Ich habe das schon gesagt. Dadurch, dass er in der K8-Kommission bleibt, das wurde ja auch sehr deutlich, wird er auch die Verbindung zwischen der Kirche in Deutschland und der Kirche auf Weltebene, nämlich Rom, vertreten machen können. Sie müssen wissen, die römische Seite hat die Kirche in Deutschland immer so ein bisschen mit Missbilligung, will ich nicht sagen, aber immer etwas misstrauisch betrachtet, weil die Kirche nördlich der Alpen ihnen immer fürs römische Verständnis doch zu sehr mit der Kirche der Reformation, also mit der protestantischen Seite, irgendwo verschwistert ist. Diese Einheit, diese Kirche sitzt in demselben Boot. Es gibt nur eine Kirche in verschiedenen Konfessionen. Diese beiden Konfessionen müssen sich einfach gerade auch in Deutschland zusammenraufen, um auch gegenüber den anderen Kirchen, gerade des Mittelmeerraums, zu sagen, auch wir sind katholische Kirche und nicht nur ihr, die ihr gleichsam aus dem Dunstkreis oder aus dem Vororten von Rom kommt. Stärkt es denn insgesamt jetzt die deutsche katholische Kirche in Rom? Also wir haben jetzt mit Kardinal Marx in Rom natürlich einen sehr starken Vertreter vor Ort vertreten. Also der hat beste Kontakte zum Papst, der sieht ihn regelmäßig bei diesen K8-Treffen. Welche Auswirkungen wird das für uns hier auch haben? Es ist richtig, die auch persönlichen Verbindungen, die er zum Papst hat, als Vorsitzender, werden sehr wichtig sein. Es hieß immer, der emeritierte Erzbischof von Köln, Kardinal Meissner, sei in Rom im Vatikan sehr gut vernetzt gewesen und er habe auch immer das Ohr des Papstes Benedikt XVI. Gehabt. Das ist richtig, aber es ist auch eine sehr persönliche Verbindung und Freundschaft gewesen. Jetzt wird diese Verbindung gleichsam auch institutionalisiert über das persönliche Verhältnis hinaus. Und ich denke, dass auch da die Bestätigung von Pater Langendörfer im Amt des Sekretärs eine Rolle spielt. Der Papst ist Jesuit, Pater Langendörfer ist Jesuit. Ich will das jetzt nicht pressen, diese Verbindung, aber ich denke schon, dass das eine Rolle spielt, in Rom etwas mehr Wohlwollen zu bekommen vielleicht als früher. Wenn wir einmal auf den Lebenslauf von Reinhard Marx schauen, Sie haben es angesprochen und er hat es auch immer wieder erwähnt, er ist Westfale und hat dann in Paderborn und in Paris studiert und ist jetzt mittlerweile schon in der Bischofskonferenz seit 18 Jahren vertreten. Das heißt also, er hat auch schon viel in der Bischofskonferenz mitgemacht, hat den Führungsstil von Kardinal Lehmann kennengelernt, ja. Jetzt den von Zollitsch. Glauben Sie, dass das auch ein Grund war, warum er gewählt wurde, dass er auch schon eine sehr lange Erfahrung in der Bischofskonferenz hat und nicht ein Kardinal Wölki, der jetzt seit seit drei Jahren dabei ist? Ja, ich denke schon. Ich denke schon, dass die lange Mitgliedschaft in dieser Konferenz
die ja auch immer ein Zugewinn und ein Mehrwert an Erfahrung ist, die ein Bischof bekommt, dass das auch mit ein Grund gewesen ist, gleichsam einen schon erfahrenen Fahrensmann mit dieser Aufgabe zu betrauen. Und ich denke, er hat ja noch mal etwas kokettiert damit, dass er sagt, ich bin Westfale und bin es gerne und bin stolz darauf. Ich kann das als Westfale selber nachvollziehen. Ich auch. Denke, dass auch da die Bodenständigkeit, die dieser Menschenschlag hier in Westfalen hat, auch mit ein Positivum sein wird für die Bewältigung dieser Aufgaben, dass es nicht also so zum aus dem hohlen Bauch heraus Dinge entschieden werden, sondern nach reiflicher Überlegung und Reflexion und Abwägung und dann sagt, gut, wir wollen mal versuchen, das so zu machen. Immer in der Gewissheit, was er auch selber gesagt hat, wie es ausgehen wird, ist nicht ganz klar. Hartmut Kriege, ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie mit mir heute jetzt hier dieses Programm durchgezogen haben. Wir haben den neuen Vorsitzenden live zum ersten Mal bei seinem ersten Pressestatement sehen können. Vielen Dank für Ihre Einordnung von Reinhard Kardinal Marx. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren. Und wir werden sicherlich häufiger noch auf katholisch.de auch von Ihnen lesen und Sie immer wieder um Ihre Meinung fragen. Vielen Dank für das Gespräch. Ihnen danke ich ganz herzlich fürs Zuschauen. Direkt nach dem Stream finden Sie auf katholisch.de alle Informationen rund um Kardinal Marx. Ich möchte Ihnen auch gerne die Videoserie Freundebuch ans Herz legen. Auch da stand schon Reinhard Kardinal Marx für uns vor der Kamera und hat ein bisschen aus seinem Leben erzählt. Schauen Sie es sich doch gerne an. Auf Wiedersehen.